Ach nee, da bist du. Du hast dich durchs Gebirge weiter vorgekämpft. Ja, der Tretsch, was hast du mitgenommen? 6 Gefechtsfähigkeiten, immerhin für die Armee. Einmal Kampagne. Das heißt, er hat das schon mal mitgenommen. Du hast einen legendären Gegenstand, Magieresistenz. Du hast immer noch deine harten Einheiten mit dabei. Kannst sogar Sturmratten mitnehmen, Todesrad. Mit wem bist du eigentlich im Krieg aktuell? Mit niemandem. Okay. Gut. Ich meine, wenn Clan Rictus da nicht irgendwie jetzt gerade Probleme hat, er kann sich hier einmal durch das komplette Gewölbe hier durchfressen, dann bitte. Krokar, du möchtest Frieden. Ja, der Krokar, der hat die Seuche. Moderat, du willst mir kein Gold geben? Nö, dann nicht. Was? Will mir so kein stark Gold ist geben. Er noch, dass er sagt, kein Geld? Hat er noch seine Hauptarmee? Die Partner. Ja, aber die, ist gleich hops. Dann kann ich ja nochmal gucken. Die zerfällt. Ja, leidet ja tödlichen Verschleiß hier. Seuche. Wenn die Seuche ist ja nur noch eine Runde lang, leider. Aber Einkommen aus allen Gebäuden minus 50%, da tut verdammt weh, ne? Ich überlege, der haut mir hier in so eine Provinz so eine Seuche rein. Meine höchste Provinz macht gerade mal 2300. Zack, einfach mal die Hälfte weniger. Mm. 30% weniger, glaube ich. Nee, 50. 50? Ich meine, dass er minus 9 Führerschaft hat, weil die Armee die Seuche trägt, das ist natürlich auch bitter, ne? Guckt euch das an, da hat der ordentlich böse Verschleiß. Guckt es euch an, das kann nicht... Schade, dass ich nicht sehe, wie lange die Seuche hält auf Krokar. Was? Hol ich meine eine Armee jetzt in die Luft? Oder nicht? Okay, pass auf. Was, mein Assassino? Jetzt kommt's, pass auf. Wunder. Ein Assassino. Hier. Rekrutieren wir jetzt eine neue Armee. Olibaras hat den Ritus durchgeführt, ne, mit dem Sandsturm. Jups. 50 freundlich. Verschlechtert sich. Bam, 7. Sie missbilligen Abkommen mit einem solchen Clan? Was? Was hast du für Abkommen getroffen mit Hexo? Hexo? Mit Hexo, mit dem Orden. Orden habe ich Krieg. Und das missbilligt Libaras? Ja, minus 3. Abkommen mit einem solchen Clan. Ja, okay, nicht schlecht. Wäre natürlich für dich zum Teil auch ein Segen, ne? Wenn die beiden sich den Krieg erklären würden. Oh, erst in 14 Runden kriege ich einen neuen Untergangstechnikus. In ersten 19 Runden die Intrige der Pestilenz. Das ist schade. Ich hätte gern jede Runde. Aber dann wären sie ja nicht so mächtig. Höllengrubenbrut. Was ist denn bitte zu abscheulich für den Tod? Will ich mir noch gar nicht angucken, ne? Zu abscheulich für den Tod, rüstungsdurchdringend, verursacht Entsetzen, ist auch klar, die ist ja so hässlich. Und Regeneration, das ist wie eine Hydra, ne? Aber was ist denn zu abscheulich für den Tod? Oh nein. Ja, 2 Gebäude können wir hier jetzt noch einpflanzen, die wir auch benötigen. Ich meine, gut, theoretisch auch 3.
Aber wir haben ja das hier schon drin. Die Nahrung will ich nicht missen. Wie schön meine Ratten wieder singen. We talk instead of fight kill. Kann ich dir helfen? Muss man eben kurz der Frau helfen? Wo wollte ich das machen? Oh, was sie machen. Stark zu sein. Ich gehe mal kurz auf die Toilette. Schätze der Schuppigen. Beim Plündern einer kleinen Gemeinde der Echsenmenschen stößt euer Kommandant auf eine Tür. An der Seite eines, Pyramidentempels. Ah, Geschossresistenz, minus Angriff, plus Rüstung. Das ist für Brom Morheim, das ist ja der Besondere, ne? Die Forschungsrate haben wir aktuell aktiv, dann nehmen wir sie verkaufen. Dann kriegt er noch ein bisschen Erfahrungspunkte. Der Step. Ihn besprühen. Nee, ich würde sagen, mit ihm nehmen wir auch die Loyalität, oder? Nochmal Bonuserfahrung. Obwohl ihn besprühen ist, finde ich cool. Also da haben sie ja echt was Cooles gemacht, Micha. Also ich krieg irgendwie nicht die Seuche. Wir haben noch eine Runde lang die Seuche. Es ist natürlich seuchig. So, dann Quiek, komm mal rüber. Der Krocker wartet, ja. Der auch weiter schön seinen Verfall hat. Und dann können wir nächste Runde nämlich hier dann voll zuschlagen. Wenn er schon damit seiner Seuche ist. Weil mal hier rüber. Was ein Stufenaufstieg. Das ist sehr schön. Grundchance auf Kontrollverlust plus 5. Dafür aber Energiereserve der Winde plus 13. Ja, Winde der Magie nehmen wir doch gerne mit. Und du kannst jetzt noch jemanden dazu nehmen. Da wäre ich für Clanratten mit Schild. Solange wir hier keine Fankämpfer mit dazu nehmen können. Jo, ihr kennt euren Weg. Da müssen wir gar nicht viel machen. Aber wir können noch ausbauen. Ja, Warpstone. Auf jeden Fall. Hier müssen wir erstmal den Ritus wieder ändern. Ich will nicht das Gold einfach umsonst rausschmeißen. Hier werden wir dich auch schützen. Ja, ja. Ich hab dir mal meine Warpsteinchen gegeben, gell? Ja, dankeschön. Wir haben jetzt insgesamt, da sehe ich jetzt gerade noch nicht, die Assassinen laufen. Ich habe sie beschellt von Clan Eschen. Alles klar. Ja, klar. Oh, was? Wir haben 1238. Okay. So, was macht Krokgar? Will erstmal wieder Frieden haben mit Micha. Moderat abgelehnt. Ah, die Seuche hält nur so lange, wie auch, ja.
Okay. Wie es auch gewesen ist. Ein Schutzbündnis für 510. Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht, Kalida. Da mache ich mir ehrlich gesagt Sorgen. Dass du noch mit meinem solchen Clan da Krieg führst. Du willst ein Schutzbündnis gegen Geld? Gibt's auch nicht. Clan Moas. Wird stark. Hatti, Hatti, Hatti. Aber so machen sie nicht, aber ja. Dann halt nicht, Mann. Ja, dann halt nicht. Ich weiß nicht. Also ich stelle mir das schon irgendwie ein bisschen schlimmer vor bei den Ratten. Oh, was hast du denn hier? Ein Untergangstechnikus. Clan Morsippe, okay. Hm, nett. Also das ist doch schon mal gut zu wissen. Das heißt, du regenerierst natürlich jetzt. Dann nächste Runde. Das ist fies. Das muss ich mir merken, dass die Seuche dann nur so lange hält. Okay. Aber das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Da haben wir doch zwei prächtige Armeen. Krokka, das wird dein Untergang. Die Assassin. Ja, und nämlich ja wieder am Rekrutieren hier. Schleuderer der Gossenläufer, Giftangriffe, 20 Schaden. Aber auch die Netze, ne? Fangnetze. Hinterhältige, eklige Ratten. The Hornet One Watches Me, so, so. Oh, yo, natürlich direkt mit Einheiten Rang 5 hat er sich die solchen Schleuderer geholt. Ja. Ihr könnt in der Bewegung schießen, okay. Also die Gossenläufer sind auf jeden Fall, unabhängig von der Reichweite, eigentlich ganz cool. Wir haben aber auch weniger Munition, ne? Das ist eher so Close Combat. Sind halt gleich viele. Da würde ich ja eigentlich schon fast sagen, da würde man ja die Schleuderer der Gossenläufer dann vielleicht bevorzugen als richtige Fernkampfinfanterie. Hm, da ist es, okay. Es ist hier ein Zauberstab. Hätten sie vielleicht noch ein Buch draus machen können. Fürs Bild her, finde ich. Hätten sie machen können. Ja, aber gut. Kosten für Riten. Intrige der Pestilenz minus 25%. Das ist auch schön. Kosten für Winde der Magie Seuche. Was ist denn? Seuche. Mal her, Brumm. Zeig's mir. Gib's mir. Das ist die Seuche. Das ist die Seuche. Verursacht starken magischen Schaden. Großer sich ausweitender Wirkungsbereich. Gut gegen Panzerung, stark gegen mehrere Angreifer. Die Seuche. Starken magischen Schaden. Holy. Technologie, jojojo, Technologie erfolgreich. Jojojojo. Jetzt ist die Frage, wo geht man weiter? Monströse Pläne. Nahrungskapazität regeneriert 2 Nahrung für eine Runde. Ja, bitte. Empfindliche Pläne. Nahrungskapazität regeneriert Nahrung. Oh, wow. Ja, mach erstmal. Da kriegen wir ja durch die Forschung 4 Nahrung geschenkt. Wer geht denn hier als erstes rein? Ich bin am Überlegen, der Quiek hat ja schon so einen hohen Rang, ne? Dann mach du das mal als erstes. Gehst du als erstes rein. Wir haben Geländeerfahrung, kriegt man der Kommandant. Erhöhte Führerschaft, würde ich sagen, gibt es für euch. Nahkampfabwehr, Geschwindigkeit der Einheit, der Rattenoger. So, erstmal die Belagerung fortsetzen. Dann regeneriert er sich nicht. Dann holen wir natürlich den Quiek. Den Champion.
mit dazu. Du kriegst über die Forschung kriegst du 90 Kapazität und 6 Nahrung. Komplett. Genau. Boah, das ist eigentlich ganz cool. Das ist doch an für sich ganz cool. So, du bist auch fertig. Dann gehst du bitte in Marschstellung. Dann werden wir nämlich jetzt gleich den Krokka überlaufen. Ja, ja. Okay, Assassinen, ab nach vorne mit euch. Oh, das gefällt mir ganz gut. Oh. Das wusste ich ja gar nicht. Gehege für exotische Tiere regeneriert Nahrung. Ach, das ist ja mal cool. Okay. Das sind ja gar nicht nur die Weiden dann, sondern das sind ist ja dann auch der Rest. Also exotische Tiere. Nice. Oh, das wird teuer. Das wird jetzt hier teuer. Aber wir brauchen auf jeden Fall den Schutzstadt, das steht fest. Und ich denke mal, wir werden auch das hier mitnehmen. Ja, was wir haben, haben wir. Deswegen, let's go. Einmal bauen. Ja. Autsch. Das war jetzt eine Menge Geld, ne? Das war jetzt eine Menge Geld. Und dann würde ich sagen, wir regenerieren. Obwohl Rekrutierungskosten, ja, das machen wir dann, wenn wir hier dann nochmal die Armee umbauen. Gut. Ich weiß gar nicht, wie sieht's denn aus hier? Clan Mordsippe. Ja, du würdest der Konföderation beitreten wollen. Da müssen wir mal gucken, was hast du denn da im Angebot? Du hast 2 Kommandanten mit 0815 Einheiten, die könnten wir wieder irgendwo hinschicken. Du hast einen Untergangstechnikus, da weiß ich nicht, ob ich den übernehme, aber wir würden die goldene Tempelstraße mit dazu bekommen. Halten das unsere Provinzen aus? Da müssen wir mal eben schauen. Ja, die öffentliche Ordnung sieht sehr gut aus. Dann, komm mal ran, ja. Der hat nicht nur 2 Armeen abgelehnt. Okay, dann halt noch nicht. 1, 2, 3, 4 Armeen hat er. Ja, Clan Mord. Was? Mordzippe? Nee. Ach nee, da unten. Nee, der hat 2 Armeen. Ja, er hat 2 Armeen, der Kleine hier. Kleine mit dazu gezählt. Oh, hoch! Mensch, super, hoch! Wow, 300. Nee. Dann stirb. Oh, da dauert noch ein bisschen. Du kriegst ja schon noch dein Gold. Ja, 300 krieg ich. I do not care about that. Ja, militärischen Zugang. Hm. Du, ganz ehrlich, ich respektiere die schon ein bisschen, aber wie wäre es erstmal mit dem Handel? Abgelehnt. Nö, dann halt nicht. Geh zu deinem Nagash. Geh zu deinem Nagash. Ich brauche unbedingt Nahrung wieder mal hier. Ist ja schon. Nahrung wäre nicht schlecht. Minus 5 Führerschaft. Ja. Bisschen fies. Was? Achso. Ich wollte ja gerade mal gucken. Ja, Loyalität 6, 10. Du hast auch schon 10. Der einzige, der ein Problem hat, ist der Rell. Okay. Das kriegen wir aber hin. Ne, Rell? Rally-Schnelli-Ratte? Schon so eine Rennratte. Oh! Hatte mich ja sich jetzt hier noch so ein Goldsammler gemacht? Was macht denn deine Nahrung? Bist du auf 100%? Ich schon längst, ja, schon seit 10 Runden gefühlt. Wahnsinn. Oh, die Skaven, die. Ja. Für solchen Clan. Er ist gut dabei. Einkommen aus allen Gebäuden: 60%, 70, 80, 90.
Und dann zu guter Letzt 100% und regeneriert sogar ein Nahrung. Schaltet die Technologie frei, Pläne über Pläne. Bau in der Nebensiedlung nicht möglich, ja, das ist mir schon klar. Der Warpstein-Reaktor. Also auf 100% das Einkommen nochmal steigern, das ist, So, wer ist höher als mich? Das ist nice. Keiner. Ein schöner Boost. Keiner ist höher als ich, Deswegen macht er mich auch so viel Kohle hier drüben. Deswegen ist er auf 5000. Gut, da muss ich mal... Muss ich mal als erstes bauen. Nagarons hat halt noch gut Geld. Naja, Itza. Itza hat das zweite Meister. Ja. Ich meine, Itza holst du dir ja noch. Monströse Pläne. Sehr cool. Itza will ich mir ja noch holen. Bewegungsreichweite auf der Kampagnenkarte. Dann bitte einmal empfindliche Pläne. Kriegen wir nochmal Nahrung, Nahrungskapazität. So, oh mein Quiek. Du bitte einmal ran. Jo, das wird doch. Der Rell ist dabei, Quiek ist dabei und alle dabei. Let's go. Let's go. Jawoll, das wird jawoll, jawoll, jawoll. Das wird jawoll, wird das. Ah, das wird ein dickes Gefecht. Ich bin mal gespannt, ob der Krokar für meinen Quiek eine erhöhte Bedrohung ist. Aber ich glaube schon. Ich glaube, dass Krokar stärker ist. Aber es ändert ja nichts daran, dass, es ist... Battle. Kommen die Ratten überall aus dem Loch gekrochen. Er wird überrannt. Keine Chance. Einfach keine Chance. Wir kriegen doppelte Verstärkung von hinten. Das ist natürlich schön. Ihr kriegt natürlich erstmal hier einen Wachmodus. Ich habe jetzt nicht geguckt, ob der seine besondere Fähigkeit dabei hat, aber... Schauen wir mal. So, die Seuchenmönche. Ihr seid dabei, hier das Belagerungsgerät zu tragen. Das möchte ich nicht. Kommt zum Zoo erstmal weit nach hinten. Ihr könnt da dran gehen. Einmal hier nach vorne. Gefecht starten. Auf geht's. Ratten. Erobert es. Zack, zack. Randa. Gut was für euer Geld. Dann werden wir erstmal schön hier hinten warten. Die Verstärkung kommt schon. Die Verstärkung ist ein bisschen gemischt. Okay. Ja, die Verstärkung ist ein bisschen gemischt. Aber was sollten wir denn noch hinkriegen? Boah, kommen da viele Ratten. Oh mein Gott. Feuer frei. So, ihr dann bitte mit hier vorne aufgestellt. Dann werden wir ja sowas von überrennen. Sehr gut. Den Kommandanten lassen wir schön hinten. Die Seuchenmönche kriegen wir. Jetzt müssen wir mal gucken. Wo hast du denn da? Da ist ein Hornnacken. Ja, die Seuchenmönche schicken wir mit hier rüber. Ja, und immer schön drauf schießen, ne? Ich meine, ihr habt ja genug zum Schießen. Da steht er. Krogger. Ja. Auch wir haben auch nur Rattenoger. Tatsache. Nö, bleibt auch erstmal hin. Das machen die Ratten alleine. Ja, ja. Na, hoch mit euch, ihr Ratten. Die Clan-Ratten werden wahrscheinlich natürlich auch gegen die Saurus-Krieger verlieren. Gehe ich jetzt einfach mal stark davon aus, aber... Das ist ja nicht das große Problem. Ja, ich meine, mit Rüstungsringen und Schaden können wir die noch ein bisschen hier buffen. So, was haben wir hier hinten? Ach du meine Güte, hast dich ja gut hinten reingesetzt, ne? Hast auf jeden Fall einiges im Angebot, wenn ich das sehe. Da muss ich gar nicht irgendwie jemanden rufen. Ja, und auf geht's. Die Ratten, sie laufen. Was ist mit euch? Habt ihr hier hinten Pause, Clan-Ratten? Passt mal lieber auf, dass die Sturmratten euch nicht fressen. Jetzt haben wir eine schöne Front hier ins Tor. Ah, das sieht doch gut aus, oder? Also, er setzt ans Tor auf jeden Fall seine volle Armee hin, ey. Ja, da hat er auch Angst vor, dass die Ratten reinkommen. Kann ich auch verstehen. Hätte ich auch Angst. So, die Stormwürmer schicken jetzt auch schon mal hoch.
So, hier die Ratten. Die können direkt schon mal hier die Kohorte sich holen. War hier gerade nicht noch jemand? Doch, klar. Hier haben wir auch noch Kohorte. Yes, 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 yes. Ja, schön reinschießen. Das ist doch ganz okay. Die sehen anders aus und haben eine andere Waffe. Hier können wir noch ein paar Clan-Ratten als Unterstützung mit reinbringen. Lauft ihr jetzt echt gegen die Mauer? So, Clan-Ratten, ihr wolltet ja erst nicht kämpfen, ne? Ihr habt da hinten Pause gemacht. Ihr dürft da jetzt erstmal alleine durchs Tor gehen. Viel Spaß wünsche ich euch. Das ist erstmal eure Bestrafung. Jemand, der nicht gehorcht oder den ich vergessen habe, der scheint nicht wichtig zu sein. Also tut was für euer Geld. Dann geht er ins Reich und dürft ihr sterben. Klar. Das macht die Artillerie ja schon. Immer schön rein, Clan-Ratten. Immer rein. In euer Verderben. Naja, so schlimm ist das auch nicht. Ja. Was ist mit der Arti? Ich glaube eher, dass die das alles macht. Die läuft da rein. Oh, jetzt kommt er mit seiner ganzen. Und Niau. Ja, ist doch an und für sich ganz okay. Ich denke mal, die Stormwürmen würde ich jetzt mit rübernehmen. Clan-Ratten mit Speere. Clan-Ratten mit Schilde. Mit Speere. Ja. Die werden wir jetzt mal mit reinschicken als erstes an der Front. Jetzt haben wir noch mehr. Nee, Speer, Speer. Dürfte auch reinkommen. Immer Ladies first, ne? Ach, wir haben ja unseren Kommandanten hier dazu bekommen. Und wir haben auch ihn. Ach da! Ihr seid ja schon alle hier. Sagt das doch. Quiek! Mensch! Hab ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Geht hier Verstärkung ja gar nicht mit. Was haben wir denn Schönes? Ein Pestrudel. Hm. Krell ist ja noch hin. Warum ist Krell eigentlich noch hin? Hm, das ist bestimmt gut gegen mehrere Angreife. Nur einmal die Seuche. Ja, warf sie. Ui, da kommen aber ein paar Ratten wieder aus dem Tor rausgeflogen hier. Warum das denn? Ist da etwa ein dickes Stegadon? Ja. Da ist ja ein dicker Stegadon. Tja. Das ist außer Kontrolle. Außer Kontrolle. Außer Kontrolle. Ja, das sieht aber soweit ganz gut aus. Also ich meine, die Ratten, die machen das schon hier. Vielleicht können wir mal eben runterrufen. Da haben wir noch ein paar Sturmratten, die kommen direkt mit da runter. Das heißt, können wir ruhig weiter drauf gehen. Ja, das sieht doch ganz gut aus. So, dann, let's go. Wo ist denn hier? Ja, nee, du bleibst hinten. Quiek, wo bist du? Ja, du bist immerhin schon mal oben, aber da ist der Hornland. Let's go. Let's go. Das will ich mir angucken. Komm, Quiek. Hol dir seinen Schädel. Ist der Bauch irgendwie hier so ein bisschen ein Gequetsche, ne? Da macht irgendwie niemand gar nichts. Genau, kill, kill. Einfach mal jetzt hier alles killen, das wäre ganz nett. Clan-Ratten mit Schilden, hohe Bedrohung. Das sieht doch gut aus. Zack, ein bisschen Verstärkung. So, ist ja nicht so, dass wir nicht genug Ratten haben. Oh, jetzt wollt ihr alle auf derselben Seite hoch? Nee. Nein, so doch nicht. Ja, Stegadon, das sieht gut aus. Das sind hier sogar richtig prickelnd, wenn du das so tust. Haben wir da hinten noch was, was wir erwischen können? Ja. Oh, da kommt jetzt die Seuche. Hm. Wenn wir so ein bisschen niederes Rattenvolk verlieren, dann ist das, finde ich, nicht schlimm. Das ist ja nicht schlimm. Auch noch rankommen hier. Alle ins Gefecht.
Oh, Wahnsinn. Aber das merkst du schon ein bisschen gut in der Performance. Es ist so viele Ratten hier. Aber was haben wir noch Schönes? Vielleicht können wir direkt dazu holen. Sind zwar Kroxigore da, aber... Oh, jetzt hat er sie sogar noch falsch dazu geschworen. Mach mal den hier schnell. Mal auf die andere Seite. Ja, das sieht aber nicht gut aus, ne? Das sieht nicht gut aus. So, du bist im Kampf. Komm, hol dir seinen Kopf. Ist es Geschichte? Ja gut. Rein! Los! Rein mit euch, Ratten! Rein! Ihr sollt ihn ja überlaufen. Ganz genau. Kommt mal hier einfach alle rein. Kommt doch mal rein. Das ist doch hier kein Problem. Ah, hier. Euch können wir natürlich auch mal ein bisschen so dazu holen. Eieiei, das ist aber auch ein Massaker hier oben, ne?